Ja, willkommen. Ich sehe ein Bild, das läuft flüssig. Dann können wir gleich mit dem Setup anfangen, weil wir müssen hier ein bisschen vorbereiten. Speicherdatei ist noch drauf. Wir brauchen keine Speicherdatei auf dem Gameboy, auf dem Pokémon-Modul. Ja, willkommen. Du weißt mit dem Run starten und stoppen? Ach so, ich kann selber starten. Du musst selber starten. Ich muss! Kannst den Button da drücken zum okay, Starten und wieder zum Stoppen. Okay, dann eine Sekunde später. Ja. Okay, das Timing ist ja eh ein bisschen merkwürdig beim Pokémon dran. Ich kann auch für dich starten und stoppen. Nee, dann mache ich das. Okay, dann kann ich das selber. Ich bin doch jetzt hier die helfende Hand. Die helfende Hand, ja. Aber das ist ja näher als bei mir, das mit dem Kabel. Also machen wir das. Okay, ja. Willkommen zu Pokémon Blau. Wir spielen das einmal total glitched durch. Die No-Save-Corruption-Kategorie. Und dafür muss ich jetzt erstmal kurze Vorbereitung machen, weil wir brauchen ein paar Werte im Speicher. Und die sind wichtig. Und dafür machen wir jetzt erstmal ein Setup. Und die Zeit beginnt dann erst, wenn wir New Game starten. So haben wir das festgelegt. Einmal muss ich hier... Oder? Da kamen die Inputs nicht durch. Ich muss hier, wo man eigentlich die Tastenkombination, wo man das Save-Datei löscht, also oben Select und B drücken, um das zu skippen. Im zweiten Bildschirm auch schnell. Es hängt. Irgendwas hängt gerade an meinem Controller. Ich weiß nicht, ob ich falsch drücke. Das nochmal. Das Ganze ist natürlich nicht so simpel. Das ist ein sehr präzises Setup, wahrscheinlich. Ja, der soll einfach nur meine gehaltenen drei Knöpfe annehmen. Okay, dann Reset. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach das Timing falsch im Kopf, bitte. Ich bin uns einfach mal mit Pummeluft, muss einmal rüberspringen, dann drückt man A. Das ist einfach ein Setup, um vernünftige Trainer-ID zu bekommen. Und jetzt muss ein Kickler erscheinen und wenn das erscheint, dann können wir den Run anfangen. Er kommt und Zeit läuft hoffentlich. Habe ich richtig gedrückt? Okay. Ja, willkommen zu Pokémon Blau. Unter dem Titel Ringvorlesung, willkommen in der Ringvorlesung von Technische Informatik. Sehr technisch daran. Und wir programmieren das Spiel erstmal um, mit einem ganz speziellen Namen hier, den wir brauchen. Die Trainer-ID haben wir schon. Die muss ich nochmal danach schauen, ob die auch stimmt, die beiden Bytes, ob ich die richtig in den Speicher geschoben habe. Währenddessen ich hier B halte, um noch durch den Text zu kommen, weil das konnten wir nicht ändern, auf schnell zu umzustellen. Da fängt es dann an. Also wir können unsere Trainer-ID leider erst nachschauen, wenn wir Glumanda haben, unseren Starter-Pokémon. Wir nehmen hier einen Trank mit, weil wir wollen nicht sterben unterwegs. In dem Run kann sonst schon genug schief gehen, dann nehmen wir einen Trank mit. Ändert das Setup nicht. Und ich vergesse natürlich, die Option zu ändern. Das passiert mir immer. Das ist in Any% Glitches macht man das Form Run. Jetzt kann ich nicht mit zwei Knöpfen gleichzeitig meshen. Also mit einnehmen. Ja, was haben wir gemacht? Das vielleicht als erstes, ich habe hier was vorbereitet, wo wir sehen, warum ich so einen komischen Namen eingegeben habe. Und zwar sieht man das oben an der Leiste, daneben die Hexzahlen. Und das entspricht entsprechenden Assembler-Instruktionen, die der Prozessor ausführen wird. Am Ende des Runs. Ja, was am wichtigsten ist, ist die Push-Funktion. Die schiebt die Register A und F in den Speicher und die brauchen wir dann, dass die dann später ausgeführt werden und wieder rausgeholt werden. Die anderen Instruktionen oben drüber und drunter, die sind eher der Akkumulator und das F-Register, während ich hier die falsche Trainer-ID leider habe. Okay, dann hat das doch nicht geklappt. Okay, dann müssen wir das nochmal neu machen. Also du hast nicht gescherzt, als du meintest, das wird eine technische Informatik-Vorlesung. Das wird eine technische Informatik-Vorlesung.
Ja. Bleibt. Ich halte das einfach nochmal kurz weiterhin hoch. Einfach die Leute, die es interessiert, einmal durchlesen können. Während ich jetzt hier die. Ich gehe nochmal drauf ein, aber. Irgendwas habe ich beim Setup hier falsch gemacht. Die Zahlen haben mich nicht gestimmt. Unten links sieht man die Trainer-ID, die eigentlich hätte erscheinen müssen. Die 61986, glaube ich, war das. Das sind 2 Bytes im Code. Ja. Die müssen stimmen. Das ist die ID, genau. Ich weiß auch gar nicht, warum das. Also ein Kickley war da. Das ist eigentlich schon ein sehr gutes. Oh Gott. Ja, ein Raichu ist komplett Mist. Ja, technische Schwierigkeiten in der technischen Vorlesung. Jetzt. Okay. Und das ist schnell gemacht. Puh. Jetzt müssen wir da auf das Pummeluft warten. Dann Start mit B zurück. Dann soll das Kickley nochmal erscheinen. Okay. Also eigentlich ist es. Ich habe beim Üben nur einmal ein einziges Mal ein Kickley gehabt und die Trainer-ID war trotzdem falsch. Das sollte jetzt eigentlich dann hoffentlich besser laufen. Ja. Wir geben unseren Code ein. Quasi die Instruktionen. Ja, also jetzt klappen da. Unser Rivalenname ist egal, der taucht nicht im Speicher auf. Der Speicher ist relativ offen. Also eigentlich Gameboy für heutzutage für die Verhältnisse hat eigentlich nicht viel Speicher. Ist aber trotzdem viel Leerraum. Und ja, ist eigentlich nur Zufall, dass unser Code wirklich so gut funktioniert. Oder funktionieren wird, das müssen wir ja erst noch sehen. Geben wir mal ausprobieren. Jetzt ändere ich dann auch gleich die Option vorher. Ich merke gerade, ich ende mir das Battle Setup. Das ist einfach. Das ist Muscle Memory. Das zu machen. Wir haben hier 2 Button machen. Ja, also, wir haben die Instruktionen für unseren Namen. Der Code wird 2-mal ausgeführt, der Name steht 2-mal im Speicher. Und deswegen wird die Push-Funktion auch 2-mal ausgeführt. Jeweils der Akkumulator, das Register A und das F ist dann jeweils anders. Die 07A0, das ist eine Adresse für eine Funktion, um eine Karte zu laden im Spiel. Und beim zweiten Durchgang des Trainernamen-Codes wird die 76, war es glaube ich, in Hex ausgeführt, als Parameter benutzt. Und das legt fest, welche Map-ID wir laden werden. Und, ja, Pokémon. Das hoffentlich stimmt. 61896 haben wir hier. Passt. Wunderbar. Damit haben wir den richtigen Code. Keine Ahnung, was das andere dann gewesen wäre. Also, wir haben jetzt alle Werte im. Zumindest momentan im, an dem Speicher. Noch nicht im richtigen Teil des Speichers. Weil die Trainer-ID und der Trainername kommt mehrmals im RAM vor. Es ist jetzt egal, wie der Kampf ausgeht, deswegen kann ich mich aufs bisschen noch hier die Sache erklären. Ja, wie gesagt, der Trainername ist 2-mal im Speicher, der kommt, ist eigentlich ein Linkkabelkampf, wo dann der Trainername vom Gegner angezeigt wird. Es ist aber unserer und dadurch wird der Code halt 2-mal ausgeführt hintereinander. Und hier bei der Trainer-ID haben wir 2 Bytes, einmal POP AF, da wird der Wert vom Speicher geholt, der letzte, die 7600, das ist die Map-ID. Die wird als Parameter benutzt und wir verlieren auch den Kampf. Das war aber knapp. Ja. Es ist eigentlich schnell, aber das Schicki hätte sich ein bisschen mehr anstrengen können, dass wir hier weniger Zeit verlieren. Und das Return Z, das springt einfach aus der Funktion wieder zurück. Normalerweise gibt es so eine Link-Branch- und Link-Funktion bei den Assemblers. In diesem Falle steht aber die Adresse für von der Funktion aufgrund unserer eigenen Programmierung drin, die 7A0.
und diese Funktion wird dann ausgeführt, die Map zu laden. Und ja, da müssen wir jetzt erstmal hin. Route 1. Das ist das kleine Setup hier, ein bisschen. Normalerweise hätte es gepasst mit der Erklärung hier auch schon komplett für die Route 1, um sich zu beschäftigen, aber jetzt haben wir das mit der Trainer-ID. Ich weiß nicht, der Select-Knopf ist ziemlich klein, das Steuerkreuz. Eigentlich mag ich den GBA, den originalen, mit seiner Steuerung, aber der hat mir jetzt irgendwie doch ein bisschen einen Streich gespielt. Eigentlich übe ich die ganze Zeit auf dem Ding, also keine Ahnung. Und brauchst du gerade noch die Grafik? Wir kommen, denke ich, darauf nochmal zurück. Die IGT hier, die wollen wir jetzt noch nicht groß erwähnen. Da kommen wir erst dazu, wenn uns das Pech verfolgt. Weil der Run kann abstürzen. Es gibt eine 25%, dass wir am Schluss abstürzen, weil der Code nicht komplett ausgeführt wird. Wie gesagt, hier zweimal der Code, hier wird es wiederholt. Und die IGT, also eigentlich ist da so viel nutzlose Nullen und andere Werte im Speicher, die eigentlich nichts machen, bis auf der IGT-Wert, der die ganze Zeit erhöht wird. Und der schreibt manchmal ganz lustig in den Speicher. Es ist nicht alles beschreibbar, aber manchmal kann es dumm ausgehen und wir haben keine wirklich Kontrolle über die Ingame-Zeit. Also das wird, glaube ich, pro Frame erhöht. Also können wir nichts wirklich dran machen. Der TAS kann es noch manipulieren, aber wir haben keine Chance. Deswegen 25% Wahrscheinlichkeit, dass es abstürzt wegen diesem Part. Und da müssen wir halt ankommen in dem Speicher. Ja. Damit dein Arm nicht... Vielleicht können wir es dann dabei belassen. Erstmal. Fing an, leicht unangenehm zu werden. Aber das liegt daran, dass ich den doof gehalten habe. Ja, wir haben. Zur Veranstaltung ist noch ein zweites Schaubild vorhanden. Für den zweiten technischen Part, aber da kommen wir gleich im Wald erst noch dazu. Warten wir einen Moment. Während uns Route 1 natürlich hier mit vielen Zufallsbegegnungen aufhält, da muss man einfach durch. Wir mussten Professor Eich hier sein Paket zurückbringen. Und jetzt müssen wir erst uns wieder hier durch. Vorführeffekt. Ich habe viel Route 1 gespielt in den letzten Tagen. Das macht mir jetzt gerade fertig. Das war hoffentlich der letzte Encounter. Alle anderen, die jetzt kommen, sind auf mein Versagen zurückzuführen, weil wir das manipulieren werden. Okay. Marathonsicherheit, wir kaufen 3 Pokébälle, weil ich das mit dem Timing nicht immer hinkriege mit dem Mjöderball. Beziehungsweise gar nicht erst probiere nach dem Anfang. Und ein Gegengift, weil wir ein paar Kämpfe haben werden mit Giftattacken. Ja, unser NPC steht hier weg. Jetzt holen wir uns ein Pokémon. Und zwar in Route 2 ist das hier. Muss auch wieder mein Select-Knopf funktionieren, hoffentlich. Normalerweise holt man sich hier Nidoran in der Glitchless-Kategorie. Zufälligerweise passt sie auch hier für die Glitch-Kategorie, das Gebiet. 1, 2, 3 und ein vierter Up-Press. Viermal A drücken. Und dann erscheint ein Habitat auf Level 5, hoffentlich. Jo. Und dann schwäche ich, weil ich den oh Gott, ein kritischer Treffer. Kriegen wir überhaupt 3 Versuche hin? Das wäre auch was Neues, wenn uns das Habitat erledigen würde. Also was Neues für mich. Ich gehe doch in den Pokéball. Normal, also Schwächen reicht eigentlich. Einmal. Sauber. Ungünstig. Das hatte ich beim Üben jetzt auch nicht. Also, es ist. Das Estimat wird schwierig jetzt schon. Halt mal. Die Palette ändern. Das ist einfach ein kleines Delay. Auch wichtig, dass man dann den richtigen Encounter rauskommt. Es ist komischerweise in diesem Rand dann immer hellblau. Einmal runter, hoch. Und Encounter. Wenigstens, okay, das funktioniert wenigstens. Wenigstens kriege ich selber die Manipulation hin. Der erste Teil ist schon mal da. Das ist das Richtige. Nee, das
gibt mir wieder ein bisschen Selbstvertrauen, dass ich die Manipulation jetzt schaffe, die Inputs zumindest wieder ankommen. Jetzt brauchen wir unser Habitat. Geh doch in den Pokéball. Unterschied. Ja, das Habitat ist am besten, weil wir ein paar Käfer-Pokémon bekämpfen müssen. Und da ist ein Flugattacken ganz gut. Puh, eigentlich reichen drei Bälle normalerweise. Was ist denn los heute? Super. Ja, wirklich auf den Punkt genau. Für den Speedrun, für die nächste Manipulation macht man meistens einen zweistelligen Namen. Das mache ich jetzt auch mal. Passend zum Event GG Bavaria. Und jetzt müssen wir unser Glumanda noch in die Box packen, weil die Trainer-ID unten, unterhalb dieser zwei Trainernamen im Speicher, ist eigentlich Daten von unserem Pokémon in der Box. Das sind die Daten der Pokémon in der Box vorhanden. Und jedes Pokémon wird abgespeichert mit der Trainer-ID von dem Trainer, der das Original gefangen hat. Und so kommt mit dem Glumanda diese Trainer-ID da unten in den Speicher an die richtige Stelle. Wir heilen uns jetzt hier, um den Hub noch zu setzen, weil wir den Hub-Point brauchen. Also da wird man hingebeamt, wenn man K.O. geht. Wir nehmen uns noch zur Sicherheit einen Trank mit. Weil irgendjemand Curse wahrscheinlich auf diesen Run angesetzt hat. In der Geister-Pokémon. Und dann kommen wir zur nächsten und zur größten Manipulation. Und auch dem wichtigsten. Es gibt nämlich den Deathfly-Glitch. Den kennen vielleicht einige, weil der es ermöglicht, Mew zu fangen im Spiel. Ich hab jetzt einen Meter übereinander gebracht. Bisschen. Den Deathfly-Glitch ist, wenn man stirbt, obwohl einem ein Trainer gesehen hat, oder man fliegt von der Map, wenn man das Menü rechtzeitig öffnet. Das ist, glaube ich, beim Mew-Glitch so. Und wir werden ihn hier anders benutzen. Und erstmal doch den Latania-Wald, aber ohne Zufallsbegegnung hoffentlich durchkommen. Und das Movement muss bestimmen und zweimal A muss ich A drücken an der passenden Stelle. Und dann werden wir uns bei der zweiten Begegnung in dem Wald auch um das zweite Plakat kümmern. Hier einmal A drücken. Es gibt nämlich in diesem Vatania-Wald einen Encounter, der unser Habitat gut erledigen wird. Das bringt uns einen Vorteil, um den Deathfly-Glitch auszuführen. Das ist nämlich, wenn man K.O. geht, während ein Trainer einzieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bäume abgezählt, um hier rüber zu gehen. Der Trainer ist da. Und dann erscheint ein Encounter, während der Trainer, der uns normalerweise sehen würde. Das Skript wird dabei etwas später ausgeführt, deswegen sieht er uns noch nicht. Und wir können das Pikachu bekämpfen. Und so wie ich das RNG jetzt hier kenne, wird wahrscheinlich das Pikachu... Oh doch, es greift doch uns an. Schön. Ja, wie gesagt, der Deathfly-Glitch, man geht K.O., obwohl der Trainer einzieht. Und deswegen haben wir ja hier manipuliert, dass eins einen Pikachu erledigt. Oh, das passiert sogar recht schnell mit Donnershot. Und dann wenden wir uns dem zweiten Plakat zu, weil wir gehen jetzt hier K.O., das Ausrufezeichen erscheint. Und wir hatten jetzt eigentlich das erste Skript auf der Map, ist, kann uns der Trainer sehen. Der wurde ausgeführt, jetzt hängt der Index auf Nummer 2 und zwar sollte jetzt normalerweise der Kampf starten. Der Kampf wird auch anfangen, allerdings, also wenn wir jetzt die Karte betreten, wird der Trainer, der uns gerade bekämpfen wollte, wird den Kampf anfangen. Während wir aber jetzt hier webgewurmt sind, also hier würde normalerweise kein Kampf anfangen, aber wie gesagt, der Glitch. Und jetzt haben wir drei Kämpfe vor uns, die uns hier durch den Speicher schreiben. Das ist jeweils immer hier mit DW eine Adresse. Jeweils zu einem Skript oder Text-Strings. Und wir sind jetzt hier in dem drin. Normalerweise würde man zum nächsten Skript gehen, zum End-Battle. Allerdings weiß das Spiel nicht, dass wir jetzt hier, dass der Trainer uns gesehen hat. Deswegen wird der Skript-Index um 2 erhöht. Anstatt um 1. Wir landen nicht beim End-Battle, sondern hier beim Text. Text ist kein Skript. Deswegen passiert was Komisches, der Kampf fängt nochmal von vorne an. Das Spiel weiß nicht, dass wir den Trainer gerade schon besiegt haben.
Beziehungsweise, ich glaube, der Teil wird übersprungen, der Speicherteil. Wir sind jetzt auch hier vergiftet. Ich kann mich zwar heilen, aber das mache ich jetzt noch nicht, weil wir nochmal vergiftet werden können. Es gibt ein paar Hornlios hier. Ich habe aber dafür Tränke. Genau. Wenn wir den Trainer bekämpft haben, dann springt das Skript in Dex auch wieder um 2. Jetzt muss ich mich aber vergessen, hier das auszuwählen. Dann springen wir wieder um 2. Dann springen wir in den nächsten Text, in Text 3. Der startet keinen Kampf. In dem Fall kracht es einfach nur. Und das Spiel hängt ein bisschen fest im Skript. Deswegen leckt es jetzt gleich auch ein bisschen. Das ist nicht, weil ich jetzt hier betrunken irgendwie spiele. Jetzt knacht es erstmal vom Ingame-Sound. Und jetzt sind wir ganz langsam. Oh, ich bin auch vergiftet, stimmt. Ich kann auch das Menü nicht öffnen. Ich hämmer hier den Startknopf. Irgendein Skript hängt hier halt und wird häufig ausgeführt und das Spiel leckt deswegen. Und bis ich hier das Menü mal aufkriege, dauert es ewig. Uns wird auch kein Trainer mehr ansprechen, weil das Skript oben ja läuft ja nicht. Wir sind ja irgendwo hier, irgendwo anders im Speicherbereich. Und dieser Trainer wird den Index endgültig hier zum nächsten Text. Das ist ein Pickup-Item-Text. Hat jetzt auch eine große Relevanz. Aber das wird dazu führen, dass das Spiel unter anderem in den Videospeicher greift, dort sich eine Adresse zusammensucht. Und diese Adresse wird dafür sorgen, dass wir zum Trainernamen springen, zum Code und zur Trainer-ID. Und wir hoffen inständig, dass die IGT uns ja keinen Strich durch die Rechnung macht und der Run so von der Bühne geht. Also wir haben uns jetzt hier wirklich ein bisschen wild durch den Speicher gearbeitet und ja, gefunden wurde das Ganze, weil das Spiel abgestürzt ist. Dann hat man untersucht, ja, warum ist das Spiel abgestürzt und dann konnte man rausfinden oder hat es zusammengebracht mit Code-Ausführung, dem ACE, dem Arbitrary Code Execution. Und jetzt hoffentlich funktioniert das Map-Laden. Es funktioniert. Wunderbar. Wir sind in der Hall of Fame angekommen. Sind damit der Champion. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass nach nur so oft abgeschmierte Spielen. Wir haben dann auch gleich Zeit. Muss ich jetzt stoppen, ja. Unser Habitat, Level 7, ist in der Hall of Fame. Ja, und das war mein Versuch, einen Ace zu erklären. In der Viertelstunde, oder 20 Minuten sind es mittlerweile. Wow, okay. Ja, ein bisschen überzogen. Ja, unser Code hier ausgeführt und jetzt mal Time. Genau. GG! Ja, ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Also, es sieht ein bisschen wirr aus, der Trainername. Es sieht noch wirrer aus, wenn man Assembler kann. Man sollte so nicht Assembler schreiben, das sage ich mal so. Es ist einfach nur das, was man halt mit Buchstaben, die vorhanden sind, so hinkriegen kann. Und dann passt es irgendwie, dass das, wenn das zweimal ausgeführt wird, jeweils Push immer einen vernünftigen Wert hat und durchkommt. Und IGT hat uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht, Gott sei Dank hier mitten im Mittelteil des Speichers und wir sind gut angekommen und ja, ich schnaufe jetzt mal durch und hoffe, es war halbwegs verständlich und unterhaltsam. Danke und dann sehen wir uns zu einem etwas weniger technischen Run gleich wieder.